handeln. Metall wäre schön gewesen, wenn er es gehabt hätte. Dann hätten wir 3 Metallbarren kaufen können. Aber gut. Komm schon, komm schon, komm schon. So, Metall ist fertig. Bot abholen bitte. Mhm. Ach nee, ne? Oh Gottchen. Dass diese Verbindung wirklich ein Metall und ein Plastik kosten, ist garstig. Also wir müssen jetzt warten, bis alle geschlafen haben und dann morgen... Ja, morgen wird das Metall hergestellt. Na gut. Und ich sehe gerade, ich sollte noch mehr Betten bauen. Momentan arbeiten sie anscheinend im Schichtbetrieb. Dass nicht nachts alle schlafen, sondern nur die, die genug Platz haben. Hochbett wurde gebaut. Gut. Könnt, achso, das mal priorisieren, bitte. So. Stärke wird auch ein bisschen viel. Ich brauche mehr Ingenieure. Bräuchte mindestens 5 Ingenieure. 1 zum draußen rumwuseln und 4 zum hier Dauerarbeiten. Sehr gut. Ist auch sehr gut, dass er an das Gerät gegangen ist und nicht an das Plastikding. Habe ich Glück gehabt. Hätte ich vorher deaktivieren sollen. Den Prozessor da. Sanitäter, der wird gleich wichtig werden. Gemüse ist schon wieder voll. Also ja, eine größere Kantine. Werden wir mit dem Biodom schon befeuern können. Das ist schick. Handelsschiff? Nee. Kolonistenschiff. Sehr schön. Was haben wir da? Ein Ingenieur. Was habe ich gesagt? Kann es gleich hier irgendwo pressen gehen und so. Okay, wir haben keine Presse mehr. Und da ist Metall. Ja Gott. Bau, lieber Bauroboter, bau. Genau, pritzel, pritzel, pritzel. Mhm. So, minus, minus. Ist das ein Ingenieur? Nein, das war ein Arbeiter gewesen, richtig? Ja, wir haben nur noch 2 Arbeiter. Nee, nee, nee. Bau schnell ein Bett, bevor auch hier ein Meteor einschlägt. So, plus, plus, plus. Ersatzteile werden immer weniger, Fabrik muss bald gebaut werden. So, leg dich hin, werd verarztet. Arzt. Arzt. Da. Okay. Was nun? Minus, 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 minus. Was nun? Fabrik bauen, richtig? Wollte ich hier hin und dann hier ein bisschen mehr verbinden? Das war, glaube ich, der Plan. Bau, Fabrik. Ernsthaft? Ich kann das nicht da hinten mit verbinden? Ärgert. Du, was hast du Schönes? Du hast auch kein Essen, du hast Halbleiter, die brauchen wir nicht. Transportbots wären eventuell interessant. Allerdings haben wir da nicht viel zum Gegentauschen. Ja, 120, da kommen wir nicht wirklich drauf, außer ich vertausche jetzt Arzneimittel, die wir aber noch nicht herstellen können. Ne, tut mir leid, du musst weg. So. Da fehlt viel zu viel. Labor. Labor und Arzneimittelanbau. Wären so die nächsten Sachen. Plus, plus, plus. Und noch eine Metallpresse. Und noch eine Plastikpresse. Und Männer. 2 Arbeiter, sind das richtig? Blau? Gehen in die Mine. Also ja, Arbeiter. Heißt, wir sollten jetzt 4 Arbeiter wieder haben. Kann ich mal gucken. Genau, 4, 3, 2, 1. 0. Und uns geht es schlecht. Schlecht bis anständig. Strom ist okay. Wasser war auch noch eine Sache, richtig. Aber die Fabrik ist wichtiger. Ersatzteileherstellung ist wichtiger.
Für Ersatzteile brauchten wir auch keine Halbleiter, sondern glaube ich nur Metall und Plastik. Was wir nach und nach in der Aufbereitungsanlage erhöhen können. Der Typ da oben ist immer noch krank, das ist ein wenig schade. Was warst du für einer? Auch ein Arbeiter. Ist das dasselbe wie vorhin? Das wäre schon das zweite Medpack, das wir benutzen müssten. Na gut. Oh, die halten doch länger als gedacht. Also sind jetzt in der dritten Folge und das Ding lebt immer noch. Das heißt, ich schätze mal, es überlebt noch so 6 Folgen. Oh, was haben wir hier? Oh, alles. Das war jetzt halt eine Lieferung, die nicht so gut war wegen der Prozenteinstellung. Wir haben jetzt einen Ingenieur bekommen, das ist gut. Wir haben einen Biologen bekommen, das ist gut. Wir haben aber auch noch einen Mediziner bekommen. Das ist momentan noch nicht wirklich wichtig, weil wir halt noch kein Labor haben. Aber wenn wir ein Labor haben, wären 2 ganz schick, weil wir dann Medpacks und Fleisch herstellen können. Ja, okay. Ich habe nichts gesagt. Das Spiel weiß, was es tut. Plus, plus. Genau, weg mit dir. Strom. Da ich jetzt immer am Expandieren bin, wird auch bald ein Problem werden. Das heißt, ich müsste noch einen Kollektor bauen. Und wahrscheinlich noch eine große Windanlage. Allerdings vorher wirklich mehr Metall pressen, weil ich krebs sie sonst mit den Ressourcen rum, das ist echt nicht mehr lustig. So, du bist fertig, du bekommst. Wir haben noch 4 Teile, das hält nicht lange. Bau ein Ersatzteil, Werkstatt, so. Oh, und ich habe ganz vergessen, an den Metallpressen arbeiten gar nicht die Ingenieure, sondern nur die Arbeiter. Die Ingenieure arbeiten in der Fabrik. Das heißt, wir können ruhig hier wirklich mehr aufstellen. Die Ingenieure sind unten da und am Rumwuseln. Und die Arbeiter machen das hier. Dann brauche ich wahrscheinlich mehr Arbeiter. So, was hast du Schönes? Wir haben ganz viel Essen. Und dafür hätte ich ganz gerne einen Transportbord noch. So. Das Beste hoffen. So. Handeln. War jetzt vielleicht ein schlechter Tausch. Gerade wegen den Medpacks, die wir noch nicht herstellen können. Aber ich hoffe mir durch den Transportbot, dass denn ein Arbeiter nichts zu tun hat und stattdessen lieber in den Pressen steht. Oh, schon fertig. Sehr schön. Allerdings deaktiviere ich dich erstmal, damit wir Metall gewinnen und mit dem Metall noch eine Presse hinstellen können. Jetzt, wo ja ein Arbeiter frei geworden ist. Hoffentlich. Alle ausgerührt, sehr schön. Komm, irgendjemand hier wird dran arbeiten. Es ist sehr wichtig, dass wir jetzt Metall bekommen. Ja, Plastik haben wir. Jetzt, wo mehr Stärkepflanzen da sind als in der letzten Basis, klappt das auch einigermaßen. Alle am Schlafen? Wow. Okay, ich brauche noch mehr Betten. Da wir eh gerade Plastik haben, baue ich nochmal gleich 2. Dass wirklich jeder jederzeit schlafen kann, dementsprechend auch nicht grumpig ist und keine Ausrede hat, schlechte Arbeit zu leisten. Hochbett wurde gebaut und es steht sofort jemand an der Presse. Schön, 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 schön. Was kommt da? Minus, minus, minus. Es kommt ein Arbeiter, noch ein Arbeiter und ein Biologe. Ich denke, das reicht erstmal. Machen wir die weg. 6532 haben wir. Hm, ja, es ist wirklich gut aufgegangen. Schön. Und ich möchte jetzt nicht mehr expandieren, weil wir sonst vielleicht doch irgendwann noch Probleme bekommen mit dem Essen. Das heißt, bevor ich weiter Leute anheuere, wird erstmal noch eine zweite Kantine gebaut mit mindestens 3 Essensgeneratoren und das Ding ein wenig erweitert. Aber dafür halt, wie gesagt, erstmal wieder Wasser und Strom und all sowas. Ist die bald mal fertig? Plus, 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 plus. Plus, plus. Ich kann es ja schon mal einen Auftrag geben, damit das Metall auf jeden Fall da landet. So. Du brauchst auch Metall, richtig, ja. Hä? Achso. Es kam ein Roboter an, als von da noch da getragen. Schön.
Haben wir denn genug Erz? Ja, haben wir. Wir haben nicht genug Strom, aber es ist gerade Tag. Es wird jetzt Nacht. Nein, okay. Ich dachte schon, wir hätten jetzt keinen Strom, es wird Nacht. Das wäre nicht gut gegangen. Zeig hier. So, beide Pressen arbeiten, das ist sehr schön. Und das erste Metall kommt. Gut, was zuerst? Wasser oder Strom? Ich denke mal Strom, ne? Was braucht der Stromspeicher? Nur Metall. Bau die... Warte. Du hättest Essen und Credits. Ich will hiervon momentan nichts vertauschen. Nö, weg dir. Du, Energiekollektor. Das war etwas... Ein Zweier reicht, glaube ich, erstmal. Bau den. Hier müssen wir mit internen Gebäuden durch. Hier oben hatte ich mir vorgenommen für externen Krimskrams. Also mach den mal hier und verbinde den damit. Die Verbindung kostet noch gar nichts, kann das sein? Doch, die schon, aber die nach innen nicht. Sollte trotzdem funktionieren, wenn ich es richtig verstanden habe. Achso, du kostet auch was. Es steht nur schon da. Plötzel. Du bist bei 0. Weil der sich erst füllt oder weil du nicht richtig verbunden bist. Das Ding sollte eigentlich zählen, oder? 7500, 7500, 7500. Insgesamt also 7500 mal 3 und das geht auf. Schön. Also ist angeschlossen. Jetzt fehlt nur noch ein Stromgewinner und nicht ein Stromspeicherer. Weil ein großer Speicher bringt nichts, wenn wir nicht genug reinbekommen tagsüber. Aber es geht gut ab. Also mit dem Metall kann ich nicht meckern. Bin fast versucht, da noch einen dritten Metallstampfer hinzustellen. Aber ich denke, da werden wir irgendwann ein Plastikproblem haben. Und nicht genug Metall. Wobei hier so eine Mine und so. Vielleicht eine dritte Luftschleuse auf 20 Quadratmeter in die Richtung. Und dann, ne? Das ist echt keine schlechte Idee. Nein, also wir könnten da so eine Mine hinbauen. Dann müssten sie halt von der Mine mal da lang tappern. Aber ist auch nicht so weit. Labor? Also dich erstmal anmachen. Sonst kippen wir gleich alle um. Weil wir keine Ersatzteile mehr haben und die lebenswichtigen Sachen nicht repariert werden können. Und mit dem Metall, was wir haben und dem Plastik, was jetzt nicht zu Reparaturmodulen verarbeitet wird, kann ich das Labor bauen. Um Medpacks herzustellen für den Eigenbedarf und zum Verkauf und um Fleisch herzustellen, um das Ganze noch mehr zu boosten. Damit wir noch mehr Kolonisten haben können und dann noch mehr Gebäude bauen und. Weil das sollte auch eins der Fehler gewesen sein bei der letzten Basis, dass ich nicht genug Leute hatte. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber andere Spieler nutzen wohl wesentlich mehr Kolonisten. Was hast du Schönes? Plastik verkaufen? Nee, das werden wir irgendwann brauchen. Nö, geh mal weg. So, ich würde jetzt gerne gucken, was das Labor kostet. Nicht viel. Ein kleines Labor oder ein großes? Und wo sollte es hin? Das sollte in die Nähe hiervon eigentlich. Also, geht nicht. Ja, denn relativ nah an dem da. Also wäre ich hier, okay. Oder hier, dann können wir schon mal in die Richtung erstmal gehen, um da rumzugehen. Ja. Ja, jetzt die nächste Frage. Klein oder groß? Gleich groß. Ah, ich sollte es doch nicht nutzen, um dahin zu gehen, weil die Gebäude im Labor konnte man nur am Rand aufbauen. Das heißt, das sollte möglichst wenig Durchgänge haben. Das heißt, ich baue es hier hin und baue dann da später noch eine Kantine hin oder irgendwas in der Richtung. So, dich bitte verbinden damit. Können wir noch einen kleinen Tisch hier vielleicht irgendwo reinzwängen? Nee. Videobildschirm. Ich bin ein bisschen beruhigt, was Wasser angeht. Gib mal
noch einen Wasserspender und noch eine Topfpflanze. So, schön vollgestopft. Jetzt bitte nicht mehr meckern, Kolonisten. So, du hättest gerne ein Alchemistentisch? Was? Hat er wirklich Alchemistentisch? Arbeitstisch, okay. Zu viel Skyrim gespielt. Du, da. Fleisch, da irgendwo. Jetzt brauchen wir noch die Heilpflanzen. Hier, dafür brauchen wir Wasser. Also, nimm. Wasserextraktor. Ist schon ein bisschen weiter hinten, ne? Ja, mach das lieber mal hier. Ruhig einen großen. Naja, kleiner reicht. So. Dich damit verbinden. Go. Wir haben immer noch keine Sicherheitszentrale, also kann ich jetzt auch schön plussen. Guti. Das soll erstmal reichen für diese zwei Folgen. Es entwickelt sich schon mal besser als am Anfang. Am Anfang hatte ich ein paar Holpersteine mit den Ingenieuren. Jetzt hatte ich nur einen Holperstein mit der nicht vorhandenen Krankenstation, dass wir einen Ingenieur hatten, der lange Zeit nicht arbeiten konnte. Oder ein Arbeiter war es, glaube ich. Aber jetzt haben wir die Metallpressen, es kommt stetig was rein. Es ist noch genug Essen, wir haben mehr Kolonisten, wir sind am Expandieren, wir haben ganz viele Betten. Das heißt, der Fokus für die nächste und übernächste Folge wird dann Strom sein. Also noch ein Solarpanel, noch ein Windrad und vielleicht auch noch ein Energiespeicher, damit ich mir darüber erstmal wieder ein paar Folgen lang keine Gedanken machen muss. Jo, klingt gut. Also bis gleich.